Elle dormait à moitié nue. Tiens. Tiens, tu me racontes. C'était quel jour, surtout, dans la lumière de l'été, au beau milieu de toutes ces ruines. Das erste Bild, das ich von dir habe, ist, wie du Boule spielst, auf dem Platz hinter der Kirche, mit vielen alten Männern. Und mittendrin du, mit deinen Jeans und deiner Zigarette. Damals waren es blaue Gauloises. Nein, 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 ich habe nie Gauloises geraucht, du irrst dich. Das war ich nicht. Ach komm. Also ich fand das prima und auch lustig, denn die anderen Frauen, die man sah, damals vor 20 Jahren, die waren anders als du. Und das hatte mich neugierig gemacht. Das ist also Danielle aus Perrache. Zwanzig Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal in das kleine Winzerdorf kam. Bei den wenigen Bewohnern waren die Türen immer offen. Hier ersetzten Hunde die Klingel. Und gleich füllten sich die Gläser. Bald kannte ich sie alle. Die Familie Gély, bei ihnen habe ich als Studentin öfters bei der Weinernte mitgearbeitet. Marie-Rose, die Ledige. Seit jeher lebt sie ziemlich zurückgezogen. Ab und zu kommt sie vorbei und gibt mir Ratschläge zur Pflege meiner Rosen. Für Paulette, die etwas kauzige Witwe und älteste Nachbarin, bedeutet der Garten alles. Haben Sie immer gern hier gelebt? Da, wo die Ziege angebunden ist, muss sie grasen. Manch einer war erstaunt über die Bande junger Städter, die in den 70er Jahren wie die Zugvögel in dieses kleine Nest strömten. Wir restaurierten eine Halbruine und wurden von Danielle die Ruinenleute getauft. Vous êtes arrivé, une bande. Ihr seid angekommen, eine Bande mit weiten Hosen, mit zerschnittenen Jeans, mit den Hunden. Ich hatte nie zerschnittene Jeans. Doch, ich erinnere mich auch an deine Gitarre. Wir haben viel geredet. Ihr hattet guten Kontakt mit den Leuten von Perrache und besonders mit Elie, mir und den Kindern. Ihr habt uns eingeladen. Das war locker. Ihr hattet wenig Geld. Trotzdem war immer Wein für uns da. Immer gab es Wein, den ihr vermutlich im Supermarkt gekauft habt. Ich kam oft allein, weil ich glaube, Elie war ein klein wenig misstrauischer gegenüber dieser Invasion der 68er. Plein d'oiseaux et de fleurs, et mes Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berce mon cœur. Elie ist 60 Jahre alt. Er wurde hier geboren. Das halbe Leben ist er mit Danielle verheiratet. Sie stammt aus Valence, der nächstgrößeren Stadt. Kennengelernt haben sie sich in Paris, in der Metro, nach einer Demonstration gegen Frankreichs Krieg in Algerien. Beide standen sie verloren vor dem Fahrplan und suchten ihren Weg. Ich glaube, dass meine Racines sind verwachsen mit den Menschen, die
Meine Wurzeln sind in Virginie. Mit den Menschen hier, den Nachbarn, der Familie, habe ich mir das Leben geschaffen, das ich wollte. Meine Arbeit als Winzer, aber auch die Beziehung zu allem hier. Den Tieren, Bäumen und Pflanzen. Die Familie ist mir auch sehr wichtig. Sie ist der Grundstock, auf dem man sich stützen kann. La famille est très importante. C'est comme une base sur laquelle on peut s'appuyer. Elie und Daniel haben 3 Kinder. Sie arbeiten alle zusammen auf ihrem Weingut. Christelle, die Älteste, ging nach der Schule in die Stadt, um zu studieren, aber auch um zu sehen, wie es draußen ist, außerhalb des Dorfes, außerhalb der Familie, ihrem Nest. Sie kam zurück und blieb. Ihre Schwester Clarisse lebt mit ihrem kleinen Sohn getrennt von ihrem Freund. Sie hat sich einen Mädchentraum verwirklicht. Früher hingen Pferde nämlich nur als Poster an der Wand. Christoph hat mit seiner Freundin schon 3 Kinder. Neben der Winzerarbeit züchtet er Tauben. Daniel und ihre Enkelkinder. Ihr Großvater hätte sich gefreut. Lauter Jungen. Er, der bei Daniels Geburt so enttäuscht war, nicht den gewünschten Stammhalter zu bekommen. Er ließ dem Baby Daniel sogar die Windeln ausziehen, um sich selbst von seinem Pech zu überzeugen. Alors, au Ferry, il y a 800 Meter. Ouais. La plaine fait 1,4 km. De longueur. Donc, du pont de la Drôme Als ich in das Dorf kam, lebten Daniel und Elie mit den Kindern unter diesem Dach. Inzwischen hat sich jeder nach und nach sein eigenes Nest im Dorf gebaut. Doch das Elternhaus ist weiterhin der Ort, wo sie sich alle täglich treffen. Das zweite Bild, das ich von dir habe, willst du, dass ich es dir erzähle? Natürlich. Es war auf einem unserer Kinderfeste im Hof vom Nachbarn Jelly. Das erste Dorffest, das wir gemacht haben. Ich saß auf einem Tisch. Fast hätte ich dich angemacht. Auf einmal spüre ich eine Hand auf meinem Rücken, die mich streichelt. Ich schaue mich um und ich gebe zu, dass ich erstaunt war. Quand je devins militaire, j'ai trouvé la vie amère. Mais un jour, mon général me dit pour d'animal, t'es homme et caporal. Thank you.
Bevor die Familie Arnaud zur Arbeit in die Weinberge aufbricht, trifft sie sich jeden Morgen im Elternhaus, in dem Elie jetzt alleine wohnt. Seit 5 Jahren ist Daniel mit Bertie zusammen. Bertie ist Sozialpädagogin und lebt in Holland. Dort haben die Arnauds viele Freunde, die jedes Jahr bei der Weinernte helfen. Über sie lernten sich die beiden kennen. Thank you.
Was zieht dich an Daniel so an? Daniel, pour moi, c'est un personnage très spécial. Daniel ist für mich ein außergewöhnlicher Mensch. Sie hat viele gute Eigenschaften. Sie ist eine Frau, die gern Leute um sich hat, eine gute Freundin. Daniel hat den Blick für die kleinen Dinge, ein Gespür für die Menschen. Ja, das ist toll. Pourquoi tu aimes Bertie? Warum liebst du Bertie? C'est la question. Das ist eine Frage. Darauf muss ich erst eintrinken. Pour moi, ce qui m'a attiré dans Bertie. Was mich an Bertie angezogen hat, ist ihre Sensibilität. Ich war schon immer neugierig auf außergewöhnliche Einfühlsamkeit. Ein Satz, ein Wort, eine Blume. Sie kann weinen. Es hat mich immer erstaunt, dass Leute aus Sensibilität weinen können. Ich weine oft bei einem Abschied, aber mit dem Weinen bin ich nicht wirklich spontan, im Gegensatz zu Bertie. Avec le pleur, je suis pas vraiment spontané, quoi. Et alors que Bertie, c'est quelqu'un de spontané avec ça. Alors ça, c'est une chose. Und außerdem finde ich sie schön. Ich liebe es, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt. D'abord, j'ai eu une relation avec un homme. Avec j'ai vécu environ 7 ans. Ah bon, et après, quand c'était fini avec mon relation, j'ai rencontré. Zuerst hatte ich eine 7-jährige Beziehung zu einem Mann. Als sie zu Ende ging, bin ich Daniel begegnet. Wir waren mit Freunden zusammen und da habe ich mich in Daniel verliebt. Ich war überrascht, denn ich hätte nie gedacht, eine Beziehung zu einer Frau haben zu können. Es ist einfach passiert. Bon, c'était aussi au début, j'ai pas reconnu mes sentiments. Am Anfang habe ich meine Gefühle nicht erkannt. Ich wusste nicht, dass es Liebe war, Verliebtheit, être amoureuse. Das hat ein paar Wochen gedauert. Als ich mit meinen Freunden darüber sprach, habe ich verstanden, also, du musst deine Gefühle anerkennen, du bist wirklich verliebt. Und für mich ist es nicht, weil Daniel eine Frau ist, sondern weil es Daniel ist. J'ai jamais eu de problème personnel par rapport à l'homosexualité de ma mère.
Ich hatte nie Probleme mit der Homosexualität meiner Mutter. Alle meine Freunde haben sie vollkommen akzeptiert, weil sie auch eine fantastische Mutter ist und alle immer bei mir zu Hause willkommen waren. Meine Freunde aus meiner Teenagerzeit sagten immer, bei dir ist es toll, bei dir ist man frei. Bei dir darf man auch erst um Mitternacht ins Bett gehen. Es war nicht die Homosexualität, die im Vordergrund stand, sondern die Persönlichkeit meiner Mutter, die Persönlichkeit meines Vaters und die Stimmung, die zu Hause herrschte. Die Homosexualität stand nie im Mittelpunkt, niemals. L'homosexualité n'était pas la devanture, jamais. Wissen Sie, heute sieht man viele Dinge, die man früher nicht gesehen hat. Man muss sich wohl dran gewöhnen. J'ai découvert le désir au lycée en troisième pour un garçon qui représentait beaucoup pour moi de gentillesse, de... Ich habe das Begehren im Gymnasium in der 8. Klasse entdeckt. Für einen Jungen, der mir viel bedeutete wegen seiner Liebenswürdigkeit, seiner Sanftheit. C'est maintenant que je peux le faire. Et en même temps avec une fille de mon. Und gleichzeitig fühlte ich mich auch zu einem Mädchen aus meiner Klasse hingezogen. Aber ich verstand das nicht. Damals dachte ich, dass ich nicht normal sei. J'ai vraiment pensé que j'étais pas normal. Diese Anziehung für junge Mädchen im Gymnasium. Damals bin ich auch dem christlichen Glauben begegnet. Und ich habe meinen Glauben heute noch. Dieser Konflikt war ständig in mir. Und es war schwierig. Vor 30 Jahren sprach man nicht über die andere Liebe. Als ich die ersten Jahre in Perasch war, lebte Danielle mit Mireille, einer Winzerin aus dem Nachbardorf, im Haus der Familie Arnaud, zusammen mit ihrem Mann Elie und den Kindern, die noch klein waren. 7 Jahre lang wohnten und arbeiteten sie gemeinsam in ihren und Mireilles Weinreben, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. J'ai rencontré Mireille et ça a été la première femme avec qui j'ai. Ich bin Mireille begegnet und sie war die erste Frau, mit der ich eine körperliche Beziehung hatte. Sie hat mir viel gegeben. C'était la découverte. Es war die Entdeckung und das Ende meiner weiblichen Suche, meines weiblichen Begehrens. Warum, wo und wie es läuft. Ou comment ça se passe? Mireille flüchtet vor dem Gespräch über ihre Geschichte mit Danielle. Sie meint, dass die Kamera ihre Seele auffressen wird. Seit ihrer Trennung von Danielle lebt sie wieder in ihrem Dorf, in der Nähe der Mutter, die guten Ziegenkäse macht. Durch Mireille haben sich mehrere lesbische Frauen aus verschiedenen Ecken von Frankreich hier angesiedelt.
quand Renée, elle a connu Mireille, est-ce que ça t'a posé... quel genre de problème ça t'a posé? Als Daniel Mireille kennengelernt hat, hast du da Probleme gehabt? Alors, à l'époque où Daniel a... Als Daniel Mireille kennengelernt hat, nein, ich hatte keine Probleme. Unsere Ehe lief nicht sehr gut, das kann man zumindest sagen. Pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, warum? Bon, on avait des. Je pense que. On avait des difficultés à. Wir hatten Schwierigkeiten. Sicher liebten wir uns nicht mehr so wie am Anfang. Plus certainement autant que au début. Körperlich haben wir uns nicht ganz verstanden. Bon, physiquement, on s'est un peu heurté quelquefois. Aber ich hatte keinerlei Gefühl der Ablehnung ihr gegenüber. Jedenfalls glaube ich nicht, sie damals als Mutter der Kinder abgelehnt zu haben. Und auch sonst nicht. Je pense pas, du moins, je pense pas à ce moment-là l'avoir avoir rejeté Daniel en tant que donc mère des enfants ou tout ça. Et bon, je... Daniel macht Pause bei ihrem Halbbruder Dédé und seiner Frau Morissette. Er arbeitet als Lastwagenfahrer für die Kiesgrube unten am Fluss. Und sie kümmert sich um Kinder und Haushalt. Ça pourrait aller mieux, mais ça va pas tarder d'aller bien. Du café avec Gilles Descasses. Attention, c'est chaud, chérie. C'est quoi, Melissa? Wie würdest du anstelle von Elie reagieren? Da suche ich mir eine andere. Das ist kein Problem. Sie packt ihren Koffer und hopp. Siehst du, schon setzt er mich vor die Tür. Er würde es nicht akzeptieren, verstehst du? Daniel hat Glück gehabt, dass Elie das mitgemacht hat. Andere hätten ihre Koffer gepackt und wären gegangen. Er hat es akzeptiert, weil er Daniel sehr liebte. Es ist eine Frage der Liebe, denke ich. Elie ist für mich der Weise in diesem Dorf. Elie kannst du um Rat fragen und er wird dir ehrlich antworten. Elie ist ein toller Typ. Nelly und Megan kommen oft zu Besuch. Sie wohnen in Lyon. Beide arbeiten in einer Fabrik. Dort müssen sie ihre Beziehung verheimlichen. Andernfalls würden sie ihre Arbeit verlieren. Hier im Dorf dagegen fühlen sie sich frei und akzeptiert. Là, un petit peu encore. Voilà, ça va. Et l'autre? Ça marche. Ihr seid ja umgeben von Frauen, die mit Frauen leben. Das schockiert uns nicht. Es ist ihr Leben. Sie sollen tun, was sie wollen. Kannst du dir eine solche Beziehung vorstellen oder wäre es nichts für dich? Warum nicht? Weißt du, im Leben soll man nie sagen, Brunnen, ich werde nie von deinem Wasser trinken. Warum denn nicht? Wieso schaust du mich so an? Stimmt doch. Naja, kannst ja machen, was du willst. Da wir engen Kontakt mit vielen lesbischen Paaren haben, sehen wir, dass sie sich gut verstehen und es wirklich schaffen, als Paar zu leben. Ein Couple, quoi. Ein Vide-Couple. Siehst du Unterschiede zwischen einem lesbischen Paar und euch? Es ist anders. Sie gehen anders miteinander um. Ich glaube, wenn ich das sage, werde ich hier rausgeschmissen, dass sie vielleicht weniger vulgär sind. Sie sind nicht so provokant. Es ist mehr eine Gefühlssache als eine sexuelle Anziehung. C'est plutôt affectif qu'une attirance sexuelle, tu vois.
Je peux pas dire que je préfère des femmes ou les hommes. Ich kann nicht sagen, dass ich Frauen oder Männer lieber habe. Ich kenne da keine Schranken. Mit Frauen fühle ich mich wohler. Es scheint mir einfacher zu sein. Vielleicht ist es die Ähnlichkeit. Und gleich danach die Sensibilität. Diese Sensibilität, die man bei mir nicht sieht, die aber existiert. Es ist nicht die körperliche Begierde. Nein, es geht darum, sich mit jemandem wohlzufühlen, der verstehen kann, wie es ist, eine Frau zu sein. Eli, wie hättest du reagiert, wenn es ein Mann anstatt Mireille gewesen wäre? Voilà, alors ça, si. C'est sûr que c'est une question un peu. Also, die Frage bereitet mir ein kleines Problem. Ja, wenn es anstatt Mireille ein Mann gewesen wäre, dann hätte ich es wohl weniger gut aufgenommen. Pas mal de chance pour que je l'accepte moins bien. Moins bien. Zu Mireille hatte ich eine sehr gute Beziehung. J'avais d'excellentes relations aussi avec Mireille. Es ist möglich, dass es mit jemand anderem, insbesondere einem Mann, weniger gut gelaufen wäre. Personne, un homme en particulier, ça se passe moins bien. Pourquoi? Warum? Warum? Pourquoi? Warum? C'est difficile de répondre. Es ist schwierig für mich, das zu beantworten und das Warum zu finden. Mais je dis ça, ce n'est pas une certitude, hein? Mais je sens que. Ich denke, dass ich vielleicht von Natur aus einer Frau näher bin als einem Mann. Peut-être par nature. Je suis plus facilement proche d'une femme que d'un homme. Et, mais bien sûr. Aber es gibt natürlich viele Ausnahmen. D'exception. Wussten eure Kinder immer alles über euer Leben? Oui, ça et le. Oh ja, den Kindern haben wir nichts von unserem Leben verschwiegen. De ce que l'on vivait. Je crois que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai d'abord réalisé qu'il y avait une séparation entre mes parents. Ich glaube, ich habe es nicht gleich verstanden. Das erste, das ich bemerkt habe, war die Trennung zwischen meinen Eltern. Das ist es, was mich, naja, schockiert kann ich nicht sagen, aber was mir doch wehgetan hat. Ich denke, es ist das Problem aller Kinder, deren Eltern sich trennen. Das tut weh. Ich habe es erst später wahrgenommen, als ich so mit 14, 15 mit Freunden darüber sprach. Eines Tages habe ich ihnen gesagt,
Meine Mutter ist homosexuell. Un jour, je dis à mes amis, ma mère est homosexuelle. Et c'est là vraiment où j'ai pris conscience. Da ist es mir erst wirklich klar geworden, weil ich es nicht anders kannte, als mit einer lesbischen Mutter zu leben. Einer Mutter, die ihre Homosexualität offen am helllichten Tag lebte. Une mère qui vivait aussi cette homosexualité au grand jour et en nous la faisant partager. Moi, je crois que tout a commencé avec d'avoir des enfants. Es begann alles mit den Kinderkriegen. Ich glaube, wegen einer körperlichen Beziehung mit Frauen hätte ich nie auf Kinder verzichten können. Deshalb gerate ich oft in Konflikt mit gewissen lesbischen Frauen. Und ich distanziere mich, weil die Kinder mein Leben sind. Je le regarde quelquefois quand je suis un peu nostalgique. Ich schaue sie mir manchmal an, wenn ich etwas wehmütig bin. Das ist die Hochzeit von Papa und Mama. Mama war und ist immer noch sehr schön. Schön, weil sie im Gesicht den Ausdruck der Sensibilität und der Liebe hat. Toute l'expression de la sensibilité, de l'amour. Papa aussi. Papa auch. Aber ich habe ihn wenig gekannt. Ja, so ist es. Ja. C'est ça. J'ai jamais vu, ich erinnere mich nicht, Papa und Mama je zusammen gesehen zu haben. Dafür habe ich die Fotos. Alors, j'ai les photos. Es ist ein bisschen so, als ob ich diese Zeit nie erlebt hätte. Comme j'ai pas vécu ce temps-là. Quand j'ai rencontré Ellie, ça a été à la fois la sécurité. Als ich Ellie begegnet bin, war er für mich die Sicherheit. Er war groß und stark, trug einen Bart und wir hatten denselben Glauben. Verliebt? Ganz am Anfang, ja. Man kann sagen, dass ich verliebt war. Verliebt in Ellie, den Bauern, weil ich schon immer einen Bauern heiraten wollte. Andererseits verliebt in die Sicherheit, die wohl Papa darstellte, den ich während all dieser Jahre nicht an meiner Seite hatte. Auch dieses Verständnis und diese Sanftheit. Ellie, das ist jemand, der durch seine Ausstrahlung, seine Güte andere anzieht. Ja, doch, vielleicht war ich verliebt. Damals ruhte ich in mir. Vielleicht war es auch diese weibliche Seite von Ellie, diese Art, Blumen anzuschauen, seiner Arbeit nachzugehen. Unsere Begegnung war kurz und heftig. Wir haben sehr schnell geheiratet und ich hatte sofort Lust, mit Ellie Kinder zu kriegen. Denn ich wusste, Ellie würde immer da sein. Dass wir uns niemals verlieren würden und das, was wir gemeinsam geschaffen haben, auch gemeinsam beenden würden. Et que ce qu'on allait créer ensemble, on le finirait ensemble.
Wie würdet ihr Daniel beschreiben? Décrire Daniel beschreiben? Elle a envie de s'occuper de tout, quoi. Voilà, elle a un énorme... Sie will sich immer um alles kümmern, die angenehmen Dinge und die anderen auch. Wenn etwas schief läuft, spürt sie es sofort. Das ist eine ihrer guten Eigenschaften. Auch die Toleranz habe ich immer an ihr bewundert. Und wenn man etwas bewundert, dann versucht man genauso zu handeln. Man schafft es nicht immer. Ce qui nous soude tous, c'est le fait qu'on peut tout avouer. Was uns zusammenschweißt, ist die Tatsache, dass man alles offen sagen kann, selbst Dinge, auf die man gar nicht stolz ist. Wir können uns alles erzählen. Man weiß, dass man auf jeden Fall nicht verurteilt wird und dass nichts unsere Beziehung gefährden kann. Die Gefühle, die wir füreinander haben, sie sind da und nichts kann sie gefährden. Das ist etwas, was uns Papa gegeben hat. Ich glaube, dass Elie sehr wichtig war für dieses Vertrauen, das wir zueinander haben. Pour cette confiance qu'on a en fait les uns dans les autres. Parce que justement, lui, il... Weil Elie ruhiger ist, gesetzter. Er hat uns die Dinge anders beigebracht als Mama. Wenn es donnert, spielen die Engel mit dem lieben Gott Pool, sagen die Leute in der Gegend. T'es pas obligé de tuer la caméra. La grenade. Ah oui. Eh. T'en prie. Non, mais si tu montes ici, Daniel, ta poule, elle va là-bas. Moi, je peux dire que par rapport aux gens du village, ça a été une question. Da ich es liebe, geliebt zu werden, hatte ich Angst, dass die Leute im Dorf mir den Rücken zukehren. Ich glaube, dass sie sich Gedanken gemacht haben.
des gens du village. Je sais pas exactement, je pense ich selbst habe nie mit den Leuten im Dorf darüber gesprochen. Ich weiß, dass die Leute geredet haben. Aber nie hat jemand mich direkt zurückgewiesen oder angegriffen. Jamais personne m'a refusé ou a été agressif ou même avec Ellie ou même auch nicht Ellie oder den Kindern gegenüber. Wir haben ganz normal gelebt. Normalement. Wir arbeiteten zusammen, wir aßen am selben Tisch, wir haben unser Leben nicht geändert. Wir haben uns nicht abgesondert, wir waren nach wie vor drin im Dorf. On ne s'est pas mis à côté, on est resté dedans, dans le village. Prise minimum autorisée, 3 mécasses. 3 mécasses par jour, ils autorisent, je dis, on va où? Si, je vous ai vu. Mais moi, je t'ai pas vu monter. Ah, mais si, tu es descendu avec une chemise bleue. Ouais, je lui mettais tout serré, bonjour. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Je te dis, ça veut pas dire mais ça veut pas dire qu'il a une action meilleure sur le milieu. Jeden Samstagmittag treffen sich die Winzer im Supermarkt. Um die Eistruhe versammelt, tauschen sie Neuigkeiten aus. Danielle ist meistens die einzige Frau. Mais non, mais pourquoi vous dites que vous voulez avec du souffle, c'est pas vrai. Ah, j'ai jamais. Vous allez à Marsac? Moi, je vais. Oui, j'y vais à Marsac. Ouais, mais dis-moi, il n'y a personne. Sag mal, hat dich wirklich nie jemand angegriffen? Nein, nie. Ich hatte Auseinandersetzungen mit Leuten, die nicht einverstanden waren. Aber es gab nie eine Ablehnung. Wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Un refus en disant je te parle plus parce que ça. Non, ça, non. J'ai. On a eu avec Mireille. Nur einmal mit Mireille. Ach ja, jetzt, wo du mir die Frage stellst, fällt mir was ein. Pour moi. Es war so mies, so schmutzig. Es ist so lange her. Am Anfang meiner Beziehung mit Mireille, da sind wir eines Abends nach Espinel zurückgekehrt und da wartete ein Paket auf uns. Wir haben es geöffnet und fanden einen Vibrator und pornografische Zeitungsausschnitte. Im ersten Moment, als wir diesen schmutzigen Vibrator entdeckten, schossen mir Tränen in die Augen und gleich danach kam die Wut. Es hat wehgetan. Ma première réaction était les larmes et tout de suite après l'agressivité, ça c'est sûr. Ça, j'ai eu mal et pendant. Einige Wochen lang haben wir versucht herauszufinden, wer das wohl gewesen war. Es müssen Leute gewesen sein, die uns kannten, die uns gesehen haben, die uns nahe waren. Wir haben es nie rausbekommen. Wissen Sie, es ist schwierig. Man muss oft viel Wasser in seinen Wein schütten, wie man so sagt. Auch in meinem Dorf muss ich akzeptieren, dass die Leute nicht so leben wie ich selbst, dass sie anders sind. Das ist nicht leicht. In jeder Familie wird man etwas finden, das nicht so ist wie bei sich daheim. Aber wissen Sie, man sollte sich nicht aufregen. Das Leben geht weiter. Die Erde dreht sich. Ich kann sie nicht aufhalten.
Eine Grundregel im Dorf ist, nicht zu viel über andere zu reden. Das Wissen über jeden Einzelnen ist groß. Das Gedächtnis der Leute auch. Geschichten gibt es so zahlreich wie Steine. Aber sie werden mit einer gewissen Zurückhaltung erzählt. Denn sie betreffen ja jemanden, mit dem man weiter zusammenleben wird. Das Gerücht verbirgt sich hinter dicken Steinmauern und bleibt zwischen Gleichgesinnten ein wohlgehütetes Geheimnis. Toleranz heißt akzeptieren, was man sowieso nicht ändern kann. Simone, die Mutter von Danielle, kommt zu Besuch. Sie hat ihre 30 Katzen und 6 Hunde allein gelassen, um zusammen mit Elie, Danielle und Christelle Geburtstag zu feiern. In diesem Jahr haben alle 4 gleichzeitig eine runde Zahl erreicht. Une ombre de la rue.
Auf dem Land kennt ihr euch ja alle. Ja, das heißt aber nicht, dass wir immer zusammen sind. Wissen Sie, im Winter bleibe ich manchmal eine Woche drin, ohne irgendjemand zu sehen. Aber ich muss raus. Deshalb gehe ich in meinen Garten. Da sehe ich wenigstens mal Leute vorbeigehen. Der eine grüßt, der andere nicht. Aber das macht ja nichts. Da sehe ich zumindest jemanden. Ich bügle Elis Hemd, weil er ein Treffen mit der Weinbruderschaft hat. Was? Weinbruderschaft. Elie ist seit kurzem Mitglied. Und was macht er damit? Er zieht es an. Nein, ich meine mit der Bruderschaft. Bügelst du oft für Elie und die Kinder? Nein, sehr selten. Ich bügle nur die wichtigen Sachen für Elie, wenn ich will, dass er schön ist. Elie bügelt nicht. Wenn es etwas Wichtiges gibt, dann tue ich's. Aber ich mag eigentlich nicht bügeln. Das ist das Problem. Aber ich mach's doch gut, nicht wahr? Schau, da ist wilder Lavendel. Früher hat man Säckchen damit gefüllt, mit einem Gummi oder Faden zusammengebunden und in den Schrank gelegt, damit die Wäsche immer gut nach Lavendel roch. Il faudrait revenir maintenant, on sait qu'il reste encore un peu de lavande. Et ça c'est bon. Wir sollten bald wiederkommen und fürs Grillfleisch etwas Thymian holen. S'il fait encore un peu soleil, on aura de la chance. Hein?
Attends, je sais plus où on est passé. Ici. Was machst du? Ich habe Gemüse geholt, weil es heute Abend Ratatouille gibt. Und was machst du jetzt? Ich werde noch 3-4 Sachen aufräumen und danach komme ich mal bei euch vorbei, einen trinken, wenn es euch nicht stört. Gut, bis später. Du kannst mehr Leute aushalten als ich. Und jetzt fangen wir wieder mal eine Diskussion an über Egoismus, Spontaneität, Verfügbarkeit. Ich glaube, wir haben schon genügend darüber geredet. Oh, du bist... Ah, das nervt mich. Ja, ich weiß, das ist schade. Aber du hast es immer noch nicht begriffen. Ich möchte mehr Zeit für mich und auch für uns beide, um etwas gemeinsam zu machen. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag mit dir zusammen sein will und dass du keinen anderen Menschen sehen sollst. Das ist auch etwas, was ich hier gelernt habe, wie das hier so vor sich geht, mit spontanen Besuchen und so. Aber für dich ist es niemals genug. Nein, für mich ist es nie genug. Das ist doch wohl klar. Daniel, was denkst du über das Problem, das Bertie mit deiner Familie hat? Par rapport à mes enfants, mes petits-enfants, et par rapport à Ellie. Was meine Kinder, Enkelkinder und Ellie angeht, will ich mir wegen Bertie keine Probleme machen. Entweder akzeptiert sie es oder nicht. Und das ist die große Diskussion. Ich glaube, und ich habe es oft gesagt, sorry Bertie, aber ich glaube, dass Frauen, die keine Kinder bekommen haben, nicht wissen, was es bedeutet, Kinder zu haben. Je crois que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ne savent pas qu'est-ce que ça représente que d'avoir des enfants. Man kann reden und tolerant sein und die Frauen, die keine Kinder haben, respektieren. Aber wenn es um Kinder geht, da bleibt immer das Problem der Verständnislosigkeit. Und zwischen Bertie und mir gibt es eben dieses Problem, das in den ersten Jahren sehr schmerzhaft war, das aber für mich jetzt überhaupt nicht mehr schmerzhaft ist. Wenn Bertie mich liebt, dann muss sie akzeptieren, dass ich nicht nur für sie verfügbar bin. Agression verbale, parce que c'est une autre forme. Ich bin mit Worten aggressiv,
weil es eine andere Form der Abwehr ist, glaube ich. Ich habe die Neigung anzugreifen, bevor man mich angreift. Ich weiß, die Leute denken, ich bin stark, präsent. Ich habe einen Stempel, aber ich glaube, das ist ein falscher Stempel. Also wehre ich mich erstmal. Sicherlich, weil ich schüchtern bin, nicht wahr? Weil es mir an Selbstbewusstsein mangelt und deswegen bin ich aggressiv. Par manque de confiance en moi, par et je suis agressif avec ça. Tiens, tiens. Alors. Ist das für dich ein Problem, dass Danielle Mutter ist? Oui, ça, ça fait des problèmes parce que je crois. Ja, das macht mir Probleme. Ich glaube, und es ist nicht nur bei Danielle so, auch bei den Freundinnen, die Mütter sind, dass oft zuerst die Kinder kommen. Wenn es kleine Kinder sind, ist es verständlich. Aber bei Christelle, Clarisse und Christophe, die schon ihr eigenes Leben leben, ist es für mich was anderes. Ich glaube, sie hat sich die Beziehung mit mir gewählt. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich hier bin, dass sie die Kinder vorzieht. Damit bin ich einverstanden, aber nur, wenn es ein Problem gibt. Nicht um dreimal pro Tag einen zu trinken und dann Kaffee und wieder einen zu trinken und dann zusammen zu essen. Das ist zu viel. Ich habe in erster Linie eine Beziehung mit Danielle und nicht mit den anderen in der Familie. Mir reicht es jetzt. Nach 5 Jahren sind die Eigenschaften, in die ich am Anfang verliebt war, heute die Seiten, die für mich sehr schwierig sind. Hochzeitstag. 30 Jahre Ehe, 3 Kinder, 3 Enkelkinder. Je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Et maintenant, c'est à vous. Trente ans de mariage, c'est un... C'est peut-être un bail. 30 Jahre Ehe, das ist vielleicht ein wichtiger Pakt.
Gut, wir haben die Möglichkeit, unser Leben auf unabhängige Weise zu gestalten, ohne das Wichtigste in Frage zu stellen. De manière indépendante, que l'un ou l'autre, sans mettre en cause, sans remettre en cause l'essentiel de notre vie pendant ces 30 ans. In diesen 30 Jahren haben wir uns auch kennengelernt, um uns gegenseitig zu respektieren. Jeder hat seinen Platz. Und ich glaube, das, was uns heute am meisten verbindet, das ist, gut, das Wort Liebe passt nicht, aber das Wort Freundschaft passt sehr gut. Bist du nie einer anderen Frau begegnet, die du gern geheiratet hättest? Nun, nein, eigentlich nein. Elie, tu n'as jamais pensé à l'époque. Hast du damals nie an Scheidung gedacht? À vrai dire, oui. Ja, à une certaine époque, cette. Ehrlich gesagt, mir kam mal diese Idee der Trennung, aber nur wie eine Möglichkeit. Ich habe sie nie ernsthaft in Betracht gezogen. Weil ich nicht an die Notwendigkeit einer Scheidung glaubte, um unsere individuelle Freiheit oder unsere Gefühle auszuleben. Je ne croyais pas à la nécessité d'un divorce pour pouvoir vivre notre liberté individuelle. Aber vielleicht rede ich auch so, weil ich in dieser Zeit nicht ernsthaft in Erwägung gezogen habe, ein neues Leben zu beginnen und mit einem neuen Menschen zu leben. Klar, wenn es der Fall gewesen wäre, dann weiß ich nicht. De vivre avec une autre personne, effectivement. Si ça avait été le cas, je ne sais pas à ce moment-là. Clarisse, hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern anders leben? Ich hätte mir gewünscht, dass sie wie ein richtiges Paar leben. Besonders für meinen Vater, weil ich weiß, wie sehr er hat leiden müssen. Ich denke, dass er viel gelitten hat, weil Mama ihr Leben hatte und gleichzeitig war sie ihm gegenüber sehr besitzergreifend. So habe ich es empfunden. Jedes Mal, wenn er Abenteuer hatte, war sie hinter ihm her. Und das war ein bisschen nervig für alle. Ehrlich gesagt, mir wäre es lieber gewesen, dass sie sich trennen. Für meinen Vater, damit er auch die Möglichkeit gehabt hätte, ein neues Leben zu leben, einer anderen zu begegnen, andere Liebesgeschichten zu haben. Ich habe schon darunter gelitten. Irgendwie hat er sich geopfert. C'était un peu sacrifié, en quelque part, il était un peu sacrifié. Pourquoi, Christophe? Je pense pas qu'il se soit vraiment sacrifié. Je crois que c'est. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich geopfert hat. Ich glaube, das ist der Lauf der Dinge gewesen. Es ist einfach passiert. Auf einmal war da ein Bruch. Daran kann ich mich erinnern. Daran können wir uns alle erinnern. Da hat es halt wehgetan. Und danach hatte ich den Eindruck, dass es einfach passiert ist.
Es ist ganz ruhig gekommen. Mama hatte jemanden bei sich zu Hause, Papa war allein. Ich glaube, dass er Mama gegenüber etwas zu tolerant gewesen ist, obwohl er sehr darunter gelitten hat, dass Mama Freundinnen hatte. Sie hatte ihm gegenüber eine etwas zu provokante Lebensweise. Meiner Meinung nach hätte er ab und zu mit der Faust auf den Tisch hauen sollen, um sie zurechtzuweisen. Also, nicht, dass sie normal wird, aber ihm gegenüber etwas respektvoller. On va essayer de brosser un peu les lits ici. Madame. Vor 3 Jahren ist Paulettes Mann gestorben. Seitdem geht sie jeden Tag zum Grab, um es zu pflegen und zu begießen. Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Oft haben die Jungen nicht die Geduld, sie zu bezwingen. Später wird's besser. Die Kinder sind gegangen, man ist gezwungen, alles zu teilen, gemeinsam zu leben, weil der Alltag ohne Lebensgefährte nicht besonders erfreulich ist. Gut, wenn man die schwierigen Momente überwunden hat, geht's besser. Man versucht, füreinander da zu sein, eine Möglichkeit zu finden, sich das Leben schön zu machen. Man spricht von der Vergangenheit, von den Kindern. Man sucht nicht woanders, was man schon zu Hause hat. Das ist es. Ça a été une période dure, oui. Le moment où j'ai fait ma dépression, là, je... Das war eine harte Zeit, in der ich meine Depression hatte. Ich wusste nicht, ob es wirklich ehrlich war, bei Eli zu bleiben. Auch den Kindern gegenüber. Et par rapport aussi aux enfants, par rapport à... Mais c'était un moment, je crois, où... Aber es war eine Zeit, in der ich nicht richtig gedacht habe. Eine Zeit, wo ich wirklich von der Felge gesprungen bin. Ich hatte meine Lebensphilosophie noch nicht gefunden. Da war ich noch auf der Suche. Was würde es für dich ändern, wenn du von Eli geschieden wärst? Wenn ich euch beide anschaue, eure Freundschaft, dann wird mir ganz warm ums Herz. Was ich aber nicht verstehe, dass du, vielleicht sollte ich ihr sagen, die Situation auf die Spitze treibt. Wie letztes Jahr zum Beispiel, als ihr euren 30-jährigen Hochzeitstag gefeiert habt. Es tut mir leid, aber für mich war das eine Farce. Ich will ja nicht bösartig sein, aber einfach so 30 Jahre Hochzeit feiern. Was bedeutet das, eine Hochzeit? Ist es nur ein Stück Papier, so eine offizielle Sache? Excuse-moi, mais je vais te faire mal. Bert, es tut mir leid, aber hier werde ich dir wehtun müssen. Es bedeutet nur, dass du nichts von Spiritualität, die zwischen Menschen existieren kann, verstanden hast. Ich denke nicht so. Schade.
Le mariage, c'est peut-être que au moment où on s'est marié, das Heiraten. On était très amoureux, vielleicht ist es das. Als wir geheiratet haben, dachten wir, wir seien sehr verliebt und würden bis 90 Liebe machen. La réalité, c'est pas ça. Die Realität ist halt anders. Ça empêche pas de garder de l'amitié. Und warum soll man die Freundschaft nicht aufrechterhalten? Erschaffen ist bewahren. Oui, et ça, 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 bon. Mais ça... Und sich respektieren. Für mich ist das alles. Und wenn du meinst, dass wir Theater und Farsen machen, dann möchte ich weinen. Dann hast du überhaupt nichts begriffen. Parce que à ce moment-là, je pense que tu as rien compris. Est-ce que tu es un homme heureux? Bist du ein glücklicher Mann? Je pense que je suis un homme heureux. Pas complètement. Ich denke, dass ich ein glücklicher Mann bin. Nicht ganz, weil ich noch immer davon träume, einer zweiten großen Liebe irgendwo zu begegnen. Oder einer dritten, ich weiß es nicht mehr so genau. Oui, je rêve encore d'être un amoureux encore une autre fois. Ja, ich träume davon, noch einmal verliebt zu sein. Aber doch, ich bin ein glücklicher Mann. Schau, meine Katze, die schnurrt und der ganze Rest. Qui ronronne. Et tout le reste. Le bonheur. Die Glückseligkeit. Das ist alles. Es ist die Liebe. Aber manchmal sind es auch die ganz einfachen Dinge. Die choses toutes simples. Quoi? Welche? Alors, die choses toutes simples, c'est vivre. Einfach, das heißt auch, in Frieden mit sich selbst zu leben. Sich körperlich so zu akzeptieren, wie man ist, mit allen seinen Fehlern und Vorteilen. S'accepter, quoi, tel que l'on est, physiquement et avec qualité et défaut. Et puis, le bonheur, vivre Glück, heureux, c'est... Glücklich leben bedeutet nicht unbedingt, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Non pas... Aber die Widersprüche zu überwinden, die im Leben existieren können, zwischen dem, was man lebt und dem, was man leben möchte. Entre ce que l'on vit et ce que l'on aimerait vivre. Marché, j'ai tout le temps. Ce soir. Tac.